Ich hätte jetzt aber schon Bock, das irgendwo anzuschließen, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, wo? Wo geht denn... Ach so, stimmt, der geht an die Konstruktor mit ran. Warte mal. Jetzt machen wir anders. Huch. Du gehst da rüber und gehst dann damit ran. Wie gesagt, dieses alle Stromnetz, ne, das müssen wir irgendwann nochmal komplett umplanen. Gut. Da kommt's. Unser erstes selbstproduziertes Kupfer. Also automatisch besser gesagt. Sehr gut. Kann man an einem Generator nur ein Kabel befestigen? An einem Generator sowieso nur. Aber du kannst an einem Strommast nur 4 Kabel befestigen. Und das ist der Knackpunkt. So, jetzt brauchen wir... Ah ne, halt, Logistik war das. Ich brauche nämlich diesen... Ah ne, noch gar nicht, weil wir erstmal noch den Smelter brauchen. Richtig. Beziehungsweise... Ja doch, komm, machen wir so. Upsi, da hinten brauche ich nichts erstmal. Gut, dann kriegen wir hier hinten die Barren raus. Barren brauchen wir an sich nicht. Moment mal. Erstmal einstellen, genau. Barren brauchen wir an sich nicht einzeln, das heißt, wir könnten danach direkt mit dem Konstruktor weitermachen. Ach so, war zu dicht dran. Wo ist die Grundlinie? Da. So, und du stellst her die Wires. Und dann brauchen wir danach einen Container und danach noch einen Konstruktor und noch einen Container. So. Genau, das waren die Wires. Gut, da gibt's Cable. Eventuell, also ich, das ist nur so ein Provisorium hier. Ich werde diesen Produktionsstrang später aufsplitten. Dass wir einen haben für Kabel und einen nur für die Wires. Aber erstmal machen wir es so, weil geht schneller. Also schneller zum Aufbauen. Okay. Oben. Also Strom wird wirklich noch ein leidiges Thema demnächst, glaube ich. Ach so, ich brauche mehr Kabel, lol. Eben hat das gar nicht angezeigt. Na, egal. Das kriegen wir hin.
So, einfach mal so ein paar durchbauen hier. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, das ist einmal der da hinten. Der dann erstmal hier ran möchte. Da hätten wir noch diesen da. Der da ran möchte. So, und dann gucken wir mal, was die Stromleistung hier sagt. Naja. So alles im grünen Bereich momentan. Aber ich glaube, es arbeitet auch nicht unbedingt alles gerade an Maschinen, die wir haben. Und hier habe ich sogar noch vergessen, einen anzuschließen, ich honk. Aber das macht nichts. So, jetzt arbeiten vielleicht alle. Demnächst. Genau, hier kommen die Wires. 45 pro Minute. Ja, und der braucht viel mehr, weil er 2 braucht. Also 30, also 60 pro Wire. Also das wird nicht funktionieren. Nee, warte mal, da kommen ja auch 2 raus, oder? Nee, 3 da kommen da raus. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, dann könnte das sogar doch funktionieren. Aber der macht hier erstmal den internen Speicher voll, wie man sehen kann. Aber der füllt sich auf. Das heißt, sobald diese Maschine hier voll gelaufen ist, werden wir hier im Container die Wires finden. Und hier hinten, wie jetzt schon, die Cable. Ja, sehr cool. Dann lassen wir das jetzt mal so. So, und darauf ein Käffchen. Ja, sehr cool. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Kupfer mehr oder weniger Automatisierung, eine Eisen mehr oder weniger Automatisierung und Beton stellen wir auch her. Im Prinzip haben wir in den vergangenen 5 Stunden die Grundlage für das geschaffen, was wir eigentlich machen wollen, nämlich mal so richtig ausrasten. Aber das dauert noch. Ich bin gerade erstmal froh, dass der ganze Kram an sich funktioniert, sobald er hier voll ist. Strom. Ja, ist ein bisschen gestiegen. 53 von 80. So langsam kommen wir in den Bereich, wo wir aufpassen müssen, dass uns kein Kraftwerk hier leer läuft. Aber cool. Man könnte jetzt sagen, okay, hey, pass auf. Wir mergen hier 2 Förderbänder von dem Kupfer zusammen. Aber wir sind an einem Punkt, wo das einfach noch nicht lohnenswert ist, ja. Was aber auf jeden Fall lohnenswert ist, ist die Tatsache, dass wir noch ein bisschen Zeug hier reinschmeißen. Hä? Ach da. So. Und vor allem ein bisschen Zeug hier mit rausnehmen. Gut. Ich räume eben ganz kurz ein bisschen das Inventar aus. Wir haben hier noch die Dinger rumfliegen, die brauchen wir nicht. Die Pflanzen, die kommen hier drüben mit rein in unseren ja, Zwischenbehälter, sage ich jetzt mal. Mal eben durchsortieren, genau. Hauptsache ein Limestone guckt hier rum, ey, Wahnsinn. Egal. Was uns natürlich jetzt erstmal interessiert ist, brauchen wir solche Dinge oder solche Dinge? Ja. Wir machen mal so ein bisschen Forschungsgedöns. Wie wir sehen, haben wir inzwischen hier alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Kupfergedöns. Naja, wenn die bei zu hoher Last schmoren würden, nicht unbedingt. Aber hier ist ja schon die Mechanik mit dabei. Wenn zu viel Last drauf geht, dann fliegt hier die Sicherung quasi raus. Und dann ist hier komplett tote Hose. Das passiert dann. Ich finde das mit den 4 Kabeln schon ganz cool, weil da muss man sich tatsächlich auch logistisch gesehen über dieses Stromnetz halt Gedanken machen. Das habe ich bisher nicht. Deswegen sieht das so kacke aus. Aber wie gesagt, das kommt dann irgendwann. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, sind Copper Wires herstellen, damit wir da auch mal den restlichen Kupferkram hier aus unserem Inventar tatsächlich mal verbrauchen. Und dann werden wir uns noch um den ein oder anderen Milestone kümmern, vielleicht noch den ein oder anderen Inventarplatz freischalten und vielleicht auch nützliche Dinge, die man bauen kann, ja. Und dann haben wir es bald schon 0 Uhr, befürchte ich. Wahnsinn, ey.
Ja, es geht im Prinzip wieder genauso los wie bei Factorio damals. Aber wer hätte denn was anderes erwartet? Ja, aber wie gesagt, es macht halt einfach Spaß. Und zwar vom Feinsten. Aber wir brauchen noch mehr. Naja. So, das Zeug rein, das Zeug rein und in das Zeug rein. Und dann können wir diese coolen Conveyor Walls bauen. Wahnsinn. Milestone reached. To ensure optimal use of space, navigation and tidiness, R&D have developed stairs and conveyor walls. Genau, der ist unterwegs. Ein paar Minütchen. Ich würde am liebsten mal warte. Ich glaube, wir sammeln noch ein paar Alien-Dinger, würde ich fast behaupten, oder? Aber dann können wir da nämlich tatsächlich weitermachen und vielleicht finden wir beim Erkunden noch ein paar Nüsse. Denn solange wir uns hier in diesem Bereich aufhalten, ist es ja nicht so schlimm. Also wie gesagt, Acker, es lohnt sich. Ich meine, es ist wirklich noch Early Access. Es fehlt noch viel Inhalt. Aber es macht ultra viel Spaß und es sieht gut aus dabei und die Performance ist okay. Wie gesagt, bei mir ist ab und zu mal so ein kleiner Ruckler oder Stotterer drin, aber das hängt halt damit zusammen, dass ich streame und gleichzeitig noch aufnehme. Da kann das schon mal vorkommen. Auch jetzt so im Singleplayer ist ab und zu mal irgendwas drin. Was momentan halt noch nicht so gut funktioniert, ist die Interaktion mit Fahrzeugen. Wenn du damit irgendwo gegenfährst oder so, dann spacken die manchmal ein bisschen rum. Ah, Nüsse, geil. Was? Aber ansonsten, ich finde das Spiel super. Also es macht ultra viel Spaß einfach nur. Hier ist so ein komisches Giftzeug, da sollte man nicht reinlaufen. Aber Nüsse gehen immer. Und diese anderen Beeren auch. Das sind noch mehr Nüsse. Lol, wie geil. Ach so, da, lol. Dann machen wir doch noch so eine ganz kleine Runde hier, sag ich mal. Ich will halt diese Alien-Panzer mal suchen. Da gibt es noch ein bisschen Food. Da ist wieder so eine komische Sphäre. Ah, die lassen wir erstmal in Ruhe. Wo sind denn diese ganzen Viecher hin? Normalerweise, wenn ich so rumlaufe, ist an jeder Ecke irgendeiner. Aber das ist wie immer, wenn man sie sucht oder braucht, dann sind sie nicht da. Wahnsinn. Und den will ich nicht. Ah, wo sind sie denn? Oh, gut erwischt. Nice Timing. Ich glaube, der hing gerade am Stein fest, aber das ist okay. Was ist denn das für ein Viech? Ach so, da drin auch weg. Na gut, okay. Ja, guck mal, hier sind sogar zwei Stück. Das ist aber nicht so gut, glaube ich.
Ja, also zwei sind schon ziemlich arg unfair, ey. Zack. Zack. So. Ich höre noch eins. Merkwürdig. Aber ich sehe keins. Ja gut, lassen wir das. Vielleicht finden wir irgendwo anders noch eins. Und da ist auf jeden Fall eine Schnecke. Ach so, Moment. Ach, hier ist der. So, warte mal, wir haben jetzt 4. Ich meine, 6 hatten wir in der Kiste. Dann sollten wir die 10 haben, die wir generell brauchen. Glaube ich. Wir probieren es aus. Ja, bei Erzvorkommen gucken die Dinger immer rum, ja. Also fast immer. Gut, da vorne gibt es nochmal Nüsse, die sacken wir ein. Haha. Aber das sieht schon cool aus, so von hier so. Nur dieses grüne Ding da, das nervt. Also, ne. Da müssen wir nochmal einen vernünftigen Weg nach unten bauen. Macht aber auf jeden Fall was her. Gut, aber man muss aber auch dazu sagen, hier ist natürlich noch nichts fertig. In keinster Weise. Aber das ist, glaube ich, klar. So, das kann rein, das kann da rein. Holz kann da genauso gut rein. Jo.